Das Startup Relios Vision aus Bonn hat herausgefunden, wie die Neuroradiologie bei MRT-Untersuchungen weniger Kontrastmittel einsetzen kann. Seine KI-basierte Software Smart Contrast bewirkt, dass nur ein Drittel der herkömmlichen Menge gebraucht wird. Das heißt, statt dass man die volle zugelassene Standarddosis eines MRT-Kontrastmittels gibt, reicht es, eine niedrigere Dosis zu injizieren, intravenös zu injizieren. Und das daraus resultierende Bild wird durch den Software-Algorithmus verstärkt, so als hätte man die Standarddosis appliziert. Die reduzierte Dosis hat aus Sicht der Ärztin mehrere Vorteile. Gerade bei Patienten, die seriell Bildgebung erhalten, also zum Beispiel im Rahmen von einer Tumorerkrankung alle 3 Monate über viele, viele Jahre, wird damit natürlich unheimlich viel Kontrastmittel eingespart. Neben diesen Patientenüberlegungen ist es einfach ein wirtschaftlicher Punkt. MRT-Kontrastmittel ist sehr teuer. Es beinhaltet ein Element der seltenen Erden. Und wenn man einfach weniger gibt, dann ist es wirtschaftlich für die Kliniken, die das bezahlen. Und zu guter Letzt ist es auch ein zunehmender Punkt, der große Sichtbarkeit hat. Das MRT-Kontrastmittel wird nach der intravenösen Injektion für die medizinische Untersuchung über die Nieren ausgeschieden und gelangt damit ins Grundwasser und ins Trinkwasser, wo es auch schon über diese 30 Jahre, die wir das jetzt verwenden, mit zunehmender Konzentration nachgewiesen wird. Auch mit völlig unklarem Outcome oder Konsequenzen für unsere Umwelt. Die Software verursacht keinen Mehraufwand im Workflow, denn das Bild wird automatisch generiert in weniger als 2 Minuten. Damit die Aufnahmen absolut korrekt sind, wurden die Algorithmen dahinter ausgiebig trainiert und getestet. Es werden die normalen Aufnahmen durchgeführt, sprich die native Aufnahme ohne Kontrastmittel und die volle Kontrastmittel. Und es wird ein zusätzliches Kontrastmittelbild aufgenommen. Und aus diesem Triple von Bildern wird dann mittels dieses Algorithmus das alles trainiert. Die Software ist gerade im Stand des Software Freeze. Das bedeutet, wir sind soweit, dass die Software jetzt, wie sie ist, in die Phase der internen Validierung starten kann. Wir haben eine multizentrische Datenaufnahme durchgeführt, sodass wir mit verschiedensten MRT-Geräten, Feldstärken und Herstellern die Software trainieren und überprüfen. Um den großen Sprung von einem Forschungsprojekt in ein marktfähiges Produkt zu schaffen, tauscht sich das interdisziplinäre Team aus Neurologie, Mathematik und Informatik täglich aus. Außerdem sind für ein solches Vorhaben regelmäßige Förderungen wichtig. Wir haben da aus verschiedenen Töpfen tatsächlich auch Unterstützung erhalten. Initial auf wissenschaftlicher Grundlage durch unsere Fakultät, einfach an der Universität und am Uniklinikum hier. Da haben wir unter anderem auch Preise für dieses mögliche Produkt eben erhalten. Und neben der vielseitigen Unterstützung durch die Bundesagentur für Sprunginnovation haben wir noch ein Förderinstrument jetzt letztes Jahr erhalten. Das fördert Deep-Tech-Firmen, die im Vorstand Frauen haben. Die Unterstützung, das ist das Women EU Tech der Europäischen Kommission. Dann haben wir auch ganz spannend noch Unterstützung durch was, wo überhaupt keine Fördermittel, also kein Geld fließt, aber ganz viel einfach Know-how und Expertise und Netzwerk. Das ist das CDL, steht für Creative Destruction Lab. Ich kann da nur sagen, es lohnt sich sehr, da dabei zu bleiben und genug Zeit zu investieren neben der Produktentwicklung, um sich zu vernetzen. Bisher wird Smart Contrast bei Erwachsenen angewendet. In Zukunft soll die Software vor allem aber auch vulnerablen Gruppen wie Schwangeren oder Kindern zugutekommen.